So, herzlich willkommen zurück bei City Skylines in einer neuen Folge und ich sehe, wir haben hier Probleme, scheinbar. Ach, ein kleines Feuer. Nichts Wichtiges. Es tut mir leid, dass gestern die Folge ausgefallen ist. Ich hab's einfach Weihnachten und so, ich hab's nicht mehr geschafft, nochmal aufzunehmen vorher. Warum haben wir 192.000 Geld? Wie geht's dem Ding hier? 126 Intercity-Züge erlauben. Ja, klar. Ist ja bisher unser einziger Bahnhof. Wie geht's überhaupt unserem Monorail-System? Das würde mich ja schon interessieren. ...139... ...655... ...291... ...88... ...47... ...194... Okay, diese... Das macht sich auf jeden Fall bezahlt. Wie sieht's hier aus? 655. Da ist der ja gerade zu klein gegen. 320. 254. Ja, das scheint sich gelohnt zu haben auf jeden Fall. So, jetzt ist natürlich die Frage, was machen wir als nächstes? Wir haben ja aktuell keine größeren Probleme. Wie gesagt, ich könnte jetzt hier natürlich schon wieder riesen Erweiterungen machen. Aber das will ich eigentlich gar nicht. Ich würde gerne diese Insel hier kaufen. Das heißt, ich brauche diese Kachel und ich brauche diese Kachel dafür. So. Denn auf diese Insel wollte ich ja mein Winterwunderparadies packen. Jetzt ist die Frage, ich ziehe hier, glaube ich, einfach so eine vierspurige Straße rüber. So. Ist noch eine ganz hübsche Brücke. So, jetzt ist die Frage, wie mache ich das? Wir müssen auch noch die Geländewerte irgendwo erhöhen. Rodelhang. Ist alles so klein. Curling Park, Schlittschuhbahn, Skihütte, Langlaufpark, Grillpark. So, ich hätte ganz gerne hier so eine, auch so eine Umgehungsstraße. Also quasi, das ist die Straße außenrum. So. Zack. Zack. So. Dann kann ich nämlich von den anderen Richtungen später auch noch da anschließen. Muss auch nur vierspurig sein, weil hier werden keine Wohngebiete oder so hinkommen. So. Okay. Und jetzt muss ich das dazwischen. Wir haben ja hier irgendwo diesen Feldweg. Genau. Und ich würde gerne an den jetzt Sachen anschließen. Es gibt leider keine Parkplätze, die man bauen könnte. Das ist tatsächlich eine Sache, die mir wirklich noch fehlt. Seilbahnhof. Seilbahnhaltestelle. Oh, kann ich, warte. Kann ich hier eine Seilbahn? Eine Seilbahn, eine wunderbare Erfindung. Ja, unterbrochene Stromnetze, ich weiß. Ich sollte vielleicht das Ding auch anhalten. Dass man dann von per Seilbahn zu den einzelnen Stellen hin... Das finde ich eigentlich eine ganz gute Idee. Ich reiß das mal ganz kurz wieder ab. Die Seilbahn sollte ich nämlich als letztes dann dazu packen. So, dann brauchen wir erstmal hier den Feldweg. Beziehungsweise, Moment. Das soll hier ja schön werden. Was haben wir denn hier? Breite Allee mit Gras. Vierspurige Straße mit der... Die Allee. Ich bin für die Allee. Bringt das irgendwas, wenn ich die aufwerte? Ja, sieht eindeutig schöner aus. So, dann machen wir auf jeden Fall hier alles diese Allee hin. Ich meine, wenn, dann geben wir jetzt richtig Geld aus dafür. Das wird der Touristenmagnet.
So, und dann baue ich einspurige Straßen. Ich glaube, ich baue doch einspurige Straßen. Zweispurige Straßen mit Bäumen, Fahrradwegen. Nehmen wir die mit Bäumen. Dann baue ich nämlich von hier aus. So, dann wird das hier meine, quasi mein Parkplatz. So. Zack und zack. Habe ich hier mehrere verschiedene Parkplätze quasi. So eigentlich einfach nur so kleine Viereckchen. Aber da können die Leute sich dann wenigstens an den Rand stellen und parken, während sie hier reingehen. So. Muss ja nicht viel Abstand haben. Zack, zack. Okay. Das ist so unser Grundgerüst. Und den Rest baue ich jetzt mit Feldwegen. Baue ich auch dieser freien Straßenform natürlich. So, ich kann die ja hier andocken, ne? So. Dann baue ich nämlich erstmal, dass man quasi einen Rundlauf machen kann. So, zack und zack. So, jetzt kann man einmal im Kreis gehen und jetzt muss ich nur noch hier Wege in die Mitte legen. Das würde ich gerne so und dann kommt man hier wieder an. Machen wir so eine Art Kreuz. So, jetzt kommt man auf jeden Fall überall. Hupsa, das wollte ich nicht. Da habe ich aus Versehen bestätigen gedrückt. So, und jetzt kann ich hier. Was haben wir denn hier? Skihütte. Langlaufpark. Schlittschuhbahn. Curlingpark. Rotlang. Ich denke erstmal, wenn es wichtig ist, erstmal, ich baue hier in die Mitte eine Skihütte. Sogar zwei. Weil das ist ja hier. Obwohl, nee, zwei ist doof. Was haben wir dann hier? Ein Curlingpark. Curling. Ich sollte da auch überall noch einzelne Wege hinbauen. Dass ich dann zum Beispiel sage, so, hier geht's dann ab und dann kann nach unten noch was hin und in die Richtung. Und dann, ups, kann ich hier noch was hin. Einfach so ein bisschen ungerade alles. So, da ist das dann ausnahmsweise verbunden. Geht hier unten noch ein Weg ab und der schließt dann an der Stelle an. Hat aber hier auch noch zwei Wege. Nach links und nach rechts. Hier mache ich so einen Weg rein. Ein Stückchen nach unten. So, das sieht doch eigentlich ganz gut aus. Jetzt haben wir auch genug Platz. Erstmal den Grillpark. Der finde ich. Das sind natürlich alles so Bereichssachen und würden den. Die würden ja normalerweise setzt man die in die Stadt, damit die Leute sich freuen. Aber ich will hier so ein Winterland bauen. Das ist der Grillpark. Was haben wir? Ein Langlaufpark. Der ist schön. Könnte ich, die kommen auch noch später in die Stadt, damit wir da ein bisschen besseres Gebiet bekommen. Wo packe ich denn den Langlaufpark hin? Der ist ja recht groß. Hier oben, glaube ich. Skihütte haben wir schon. Schlittschuhbahn. Ist ja für die Kinder dann eher. Dann packe ich das mal hier so hin. Jetzt haben wir noch Curlingpark. Davon kann ich. Ich glaube, von der Schlittschuhbahn kann ich auch ruhig zwei bauen. Ich nehme hier unten noch eine hin. Ein Curlingpark. Den würde ich gerne hier in die Ecke packen. So. Den Rodelhang. Der macht sich doch eigentlich bei den Langlaufsachen ganz gut, oder? Der Eisskulpturenpark kommt auch noch in die Mitte.
Habe ich in der Mitte auf jeden Fall einiges. Schneemannpark. Eigentlich müsste der Schneemannpark auch noch in die Mitte, aber dann habe ich hier unten so wenig. Deswegen packe ich hier den Schneemannpark hin. Okay. Haben wir das? Jetzt würde ich gerne Tourismus und Freizeit. Schneemobilstrecke. Guck mal, wir sind doch noch nicht fertig. Oh, die ist sogar echt groß. Die könnte ich hier noch zum Langlaufpark packen. Also Langlauf und Schneemobil da. Ein Angelsteg. Ein Steg zum Angeln im Winter. Warum nicht? Kann ich ja noch hier hinpacken. Der kriegt auch noch einen Einstieg. Eishockey-Spielfeld. Okay. Eishockey, wie wär's? Eishockey kann man hier spielen. Da baue ich auch zwei von, weil dann können mehr Leute gleichzeitig spielen. Das kann noch hier oben mit hin. Dann gibt es zwei, dann streitet sich da keiner. Angelsteg. Ich glaube, Angelstege kann ich auch mal hier so... Ich weiß ja nicht, wo die am meisten Fische sind, dann haben die Leute Auswahl. Jetzt habe ich noch irgendwas. Das Platz mit Picknicktischen. Den stelle ich mal auch noch in die Mitte, damit in der Mitte... Dann haben wir hier in der Mitte so den Zentralraum. Aber hier unten müsste ich noch irgendwas hinpacken. Na, jetzt haben wir, sind wir halt schon wieder runter auf den Standardkram. Oder was ist das? Schwimmendes Café. Erreichen Sie eine Bevölkerung von 34.000. Kommen Sie ins schwimmende Café. Okay. 34.000 haben wir ja sogar fast. Anglerinsel Tropengarten. Ja, der macht sich hier bestimmt gut im Schneekram. Ich glaube, dann baue ich hier unten noch einen Rodelhang hin. So, das ist doch eigentlich ganz schön. Jetzt muss ich natürlich die Angelstege noch... So, dann kann man hier von der Straße aus einfach direkt runtergehen. Ort ist bereits belegt. Gefälle zu steil. So, kann ich das hier anschließen? Ist das angeschlossen? Ja, da kann man ja runtergehen. Oder? Da kann man runtergehen. So. Ich hätte aber noch einen. Genau, hier ist noch ein Angelsteg. So. Und Ort ist bereits belegt. So geht's, ne? Jawohl. Okay, dann haben wir die Angelstege angeschlossen und unser Winterwunderland ist eigentlich fast fertig. Braucht das Zeug Wasser und Strom? Oh, nicht mal. Okay, dann... würde ich gerne hier noch... das hatte ich ja genau hier. Seilbahnen Bahnhof, okay. Würde ich die... Ist da eine Beschreibung? Mit einem Endbahnhof wirken ihre Linien abgeschlossen. Linien können aber auch in normalen Haltestellen enden. Verbinden Sie Haltestellen mit Seilbahnen, um Seilbahnlinien zu erstellen. Dann würde ich die nämlich ganz gerne... hier hinsetzen. Und sagen wir ungültige Form. Ich glaube, es wäre sinnvoller, wenn ich die verschiebe und hier hinpacke. So, und jetzt... Da gibt es gar keine freie Form. Ich muss das so... komisch machen. So, Seilbahnhaltestelle. Die packe ich, glaube ich, auch hier hin. Ah, okay, da halten die so dran. Dann sollte ich die vielleicht so rum hinsetzen. Und dann zack. Die Dinger.
So. Jetzt muss ich hier ja nur noch einmal im Kreis, ne? Ja. So, zack. Einmal hier rüber. Haltestelle. Ich glaube, es ist doch viel schöner, wenn man mit einer Seilbahn hier im Kreis fährt, als wenn man... Also die müsste ich aber auch noch verlegen. Und jetzt würde ich gerne... Die hat natürlich nur einen Eingang, ne? Oder? Wenn ich jetzt hier hinsetze... Kann ich hier überhaupt zwei Sachen anschließen? Nee, nee. Okay, das heißt, es ist ein Endbahnhof. Der lohnt sich für mich gar nicht. Weil ich will ja, dass die Bahn im Kreis fährt. Zack. Und zack. So, jetzt ist die Frage... muss ich jetzt nicht noch Seilbahnlinien erstellen? Eine Seilbahnhaltestelle. Seilbahnen gleiten Steilhänge hinauf. Die Haltestellen können also auf unterschiedlichen Höhen platziert werden. Ja, Berge habe ich hier ja nicht. So, jetzt brauche ich natürlich... Die Haltestellen brauchen allerdings Wasser. Ist die Sache. Deswegen muss ich jetzt dann doch einmal hier... im Kreis... gehen. Anscheinend brauchen ein paar dieser Gebäude auch Wasser. Na, dann machen wir einfach so einmal alles rüberlegen. Hier ist doch überall Schnee. Das müsste an Wasser doch ausreichen. So, hier gibt es wieder Kreuz und Quer Wasserkabel aller Alptime. Werde ich auch nie lernen, die irgendwie so zu platzieren, dass es hübsch aussieht. So, einzige Problem ist natürlich, ohne Strom funktionieren die Dinger nicht. Ich würde eigentlich ganz gerne dafür Windkraftanlagen platzieren. Ah, hier brauchen sogar richtig viele Sachen Strom. Okay. Dann sollte ich eigentlich versuchen... noch ein paar Sachen zu bauen. Ich hatte ja hier irgendwie... genau, dieser Park. Der ist nicht ganz so groß. So, ich brauche noch... irgendeine Kleinigkeit, die nach... Also ich möchte hier nicht alles zu tapezieren mit... na? Mit Strommasten. So. 6 Megawatt. So, und dann lege ich nämlich hier. Zack. Ort ist bereits belegt. Ich glaube, ich muss hier die ein bisschen... Wir haben auch kaum noch Geld übrigens. Das ist ein sehr teurer Spaß, den wir uns hier erlauben. So. Und jetzt, hups, die sollte ich weiter runter machen. Hier am Rand kann ich die ja lang entlegen. Ist ja egal. Das ist ein bisschen zu weit ins Wasser. So ist okay. Dann habe ich hier so am Rand der Straße entlang. Das finde ich noch okay. Das sieht nicht ganz so scheußlich aus. Okay. Jetzt müsste ich irgendwie noch... gibt es nicht irgendwelche so Kleinkram, den... Oh, ich habe kein Geld mehr. Ich sollte... So, neunfach.
Eishockey-Spielfeld, bliblablub. Irgendwas Kleines. Schneemannpark. Zack. Ihr habt nicht... Wow. So. Der Strom reicht nicht aus. Und der Schneemannpark ist viel zu klein. Wenn ich ihn hier hinsetze, dann reicht es immer noch nicht. Okay, da muss was Größeres hin. Ich hab's verstanden. Und der muss irgendwo hin, wo er irgendwas miteinander verbindet. Ja, das zum Beispiel. So. Jetzt muss ich die da noch irgendwie verbunden kriegen. Ich glaube, ich muss sogar die paar Leitungen werde ich ziehen müssen. So. Ich muss versuchen, es so klein wie möglich zu halten. So. Okay. Reicht das jetzt? Ich sollte vielleicht Play drücken, dann sehe ich's. Zack, 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 zack. Okay. Ich hätte hier auch so ein Ding hinbauen können. Das wäre 100-mal effektiver gewesen. So, jetzt habe ich auf jeden Fall genug Strom für die ganze Insel. Ja, guck mal hier, die Seilbahnen, die fahren schon. Überall im Kreis. Auch wenn die eigentlich keinen Strom haben. Also zumindest die da oben hat eigentlich keinen. Aber das kann ich mit einem kleinen Plöps beheben. So, hier fehlt wieder Wasser. So. Ja, und ihr habt alle Stromprobleme, ich weiß. Aber Abhilfe ist unterwegs. So. Und... muss ich da irgendwie reinkommen? Glaube, ich weiß auch wie. Von hier... so. Zack. Wenn ich jetzt... kann ich da runter gehen. Und wir haben ein weiteres Stückchen verbunden. Okay, wird langsam. Dann noch... wir mussten jetzt halt doch ein paar Leitungen legen. Die würde ich echt gerne unterirdisch sehen, weil das... ja, das sieht nicht ganz so toll aus. Aber, was will man machen? Beziehungsweise, eine Idee hätte ich noch. Ich könnte so machen. Dann kann ich diese Leitung hier wenigstens wegnehmen, weil die sieht irgendwie schon seltsam aus. Die da würde ich auch gerne wegnehmen, aber das geht nicht. Oh, und hier haben wir noch ein etwas ohne Strom. Einer der Angelstege. So, jetzt sollte er welchen kriegen. Perfekt. Oh, sieht doch ganz nett aus. Ich glaube, Leute... ach, die fahren hier jetzt mit den Autos lang. Ja, aber immerhin sind dann welche da. Ah, guck mal, es wird benutzt. Unsere kleine Winterinsel. So, ich bin noch nicht ganz fertig. Hier, Terraforming. Diese komischen Bunkeranlagen und so, die will ich da alle nicht haben. Die sind nicht so cool. Gibt's da nicht irgendwas Winterthemenmäßiges? Schützengrabenruinen. Nein, nein, nein. Naturkatastrophen, ja, die helfen. Zufällige kleine Werbetafel. Nö. Was wir hier alles haben. Ein Sandkasten. Das zufälliger Blumentopf. Zufälliger edler Blumentopf. Nee. Gibt's hier nicht irgendwelchen Winterkram? Wie viel hier auch drin ist. Ich glaube, ich hatte da irgendwann mal... was ist das? Edle Tischgarnitur.
Typen. Einfach so ein Tisch irgendwo im Nirgendwo. Ich suche aber... Diese ganzen Details, unfassbar. Großes Solamo, das ist eher Industrie. Was hier ist für Häuser? Ah, guck mal hier. Schneemann. Schneemann. Schneemann-Sammlung. Ist das jetzt jedes Mal ein anderer? Ja, das ist jedes Mal ein anderer. Dann gehen wir mal ein paar Schneemänner verteilen. Die sieht man zwar kaum, aber... Eigentlich wollte ich Bäume platzieren. Aber die sind halt schon niedlich irgendwie. Plöpp. Ich bleib, kosten die eigentlich Geld? 10. Okay. Das heißt, es gab Zeiten, zu denen ich mir nicht mal einen Schneemann leisten konnte. So, da wird man ja... Ich suche... Also Bäume, klar. Ja, jetzt habe ich... Lassen wir ihn da sitzen. Lampen brauche ich nicht. Was ist das? Road Arrow F. Da kann ich sogar die Dinger einzeln an... Okay, nee, das will ich nicht. Nehmen wir uns erstmal die Bäume. Gibt es hier Tannen? Was ist das? Blütenbaum. Nee, Blütenbaum, das da ist doch. Wilder Nadelbaum oder Nadelbaum 2. Nehmen wir wilder Nadelbaum. Das sind glaube ich auch die, die schon hier sind. So, und jetzt konnte ich irgendwie genau... Jetzt habe ich extra mir einen Mod installiert, damit ich großflächiger Bäume setzen kann. So, dann ist hier unsere... Hier ist so eine ganz, soll so eine ganz dichte Waldecke sein. Stein in der Mitte ist auch ganz cool. So, und der lichtet sich nach unten, aber immer mehr. Ups, das war zu viel. So. Der wird weniger. Perfekt. Hier kann ich aber noch, hier kann ich noch ein bisschen mehr machen. Habe ich gerade Bäume auf die... Ah ne, das ist für die Langlaufstrecke, die soll so aussehen. Okay. So, und was ist Nadelbaum 2? Ah, das sind diese kleineren, die hier waren. Okay, perfekt. Setze ich nämlich hier noch ein paar kleinere hin. Vor allem auch hier in den Anfang. So, guck mal. Jetzt hat man hier so einen Winterwaldweg. Die fahren hier zwar dummerweise mit Autos lang, aber das ist ja nicht mein Problem. Es sind auch richtig viele, das gefällt mir super. So, das ist dann unser kleines Winterland. Gibt nur eine Zufahrtsstraße, aber die Bewohner scheinen das echt gerne zu besuchen hier. Wie sieht's denn bei den Wohnungswerten? Ja, die... ja. Das sollten wir vielleicht echt mal ein bisschen erhöhen, dass die zufriedener sind. Ich will das eigentlich nicht in der Stadt haben, aber egal. Also, ich will keine Spielplätze in der Stadt. Das wollte ich sagen. Also sorgen wir mal dafür, dass die ein bisschen glücklicher sind, aber mit dem normalen Spielplatzkram. Weil das soll ja schon exklusiv bleiben, unser Winterwunderland da unten. So, ein Hundepark direkt an der Straße. Wird auf jeden Fall schwer, die hier zufriedenzustellen. Was war denn nochmal so effektiv? Großer Spielplatz? Nee, kleiner Spielplatz. Kleiner Park. Also ich finde, dieser kleine Park ist riesig. Der hat den Namen kleiner Park gar nicht verdient. Oder können wir schon Sehenswürdigkeiten bauen? Orientalischer Perlenturm. Wer nach hochmodernem Büroraum sucht, wird in dem orientalischen Perlenturm fündig. Dieses großartige Gebäude ist der Stolz jeder Stadt. Pandaschutzzentrum. Oh.
kommen. Aber den können wir, den stelle ich sogar hier hin, weil hier ja die Büroecke ist. Warte. So. Jetzt habe ich auch eine Sehenswürdigkeit in meiner Stadt. Und die hier haben irgendwie, die haben Lärmprobleme. Also nichts weiter Wichtiges. Also die Geländewerte muss ich echt dringend erhöhen. Was haben wir hier? Kleiner Spielplatz. Hier habe ich ja, glaube ich, noch ein bisschen Platz. Ist eigentlich ganz praktisch, dass ich hier so viel Platz gelassen habe. Jetzt kann ich ausnahmsweise mal den Kram auch irgendwo hinbauen. So. Ich habe das Gefühl, dieser botanische Garten bringt richtig viel. Was haben wir hier? Hundepark. Auch für die ganzen Leute, die mit Hunden hier rumlaufen, bestimmt praktisch. So, wie sieht es stromtechnisch eigentlich aus? Ganz gut. Dann könnte ich nämlich diese Dinger hier eigentlich sogar verschrotten. So, weil dann freuen sich die Anwohner hier und das sieht auch nicht mehr ganz so seltsam aus. So. Jetzt, wo der Wert der Wohngegend hier auch ein bisschen größer ist, kriegen wir auch mehr Einnahmen und bessere Gebäude. Was ist das? Platz mit Picknicktischen. Wer macht nicht gerne ein Picknick im... Wobei, eigentlich ist das sogar recht cool. Also, wenn man sich warm anzieht und ein paar nette Sachen mitnimmt, dann macht ein Picknick auch im Winter Spaß. So, ich könnte doch hier wieder so einen Angelsteg hinbauen, oder? Oder Restaurant Pier. Guck mal. Ich habe im Hintergrund noch Battle.net an. Was haben wir hier? Yachthafen. Die ganzen reichen Snobs, die hier wohnen. Aber die kann ich so schön an den Rand bauen. Da muss ich keine Gebäude für abreißen. Reitstall, nee. Die hatten doch hier irgendwo den... Wo war denn der Angelhafen für den Winter? Angelsteg, genau. Für Winterangler. Hier direkt neben den Wasserpumpen. Ist doch cool. Das gilt aber auch als angeschlossen, ne? Ja. So. Sind die Werte hier ein bisschen höher. Können wir noch Sehenswürdigkeiten bauen? Irgendwas, das ins Industriegebiet passt. Verkehrspark. Kinder. Nee. Tempelkomplex. Es gab wieder neue Gebäude auf jeden Fall. Hier gibt's auch was. Spa-Hotel. Bürger besuchen das wundervolle Spa-Hotel, um sich dort zu entspannen. Hier gibt es heiße und kalte Bäder, Swimmingpools und verschiedene Massagen. Okay, das kommt in die Stadt. Das kommt nicht auf unseren Vergnügungshügel. Wie klingt das ein bisschen? Warum kann ich eigentlich hier oben nichts hinbauen? Jetzt geht's. Zack. Das Spa-Hotel. Na, sonst können wir von den Wintersachen... Doch, können wir. Der Weihnachtsbaum. Ein wunderschöner Weihnachtsbaum. Oh, den will ich eigentlich haben. Statue der Industrie. Guck mal. Die gehört doch definitiv hierhin. So, und die Mülldeponie ist voll und die ist leer. Die ist voll und die ist leer. So rum. Wie sieht es überhaupt bei Müll aus? Alles gut. Und die haben hier echte Probleme mit kranken Leuten, ne? Ja, eigentlich steht hier so ein riesen Krankenhaus. Die Leute müssen halt nur dahin mal hingehen. Ja, vielleicht hilft es ja, wenn ich... was haben wir hier? Statue des Wohlstands. So. Shopping-Statue. Ja, später. Meteoritenpark. Hatten wir zwar noch nicht den Meteoriten, aber wir haben das Gebäude trotzdem freigeschaltet. Das bleibt ja über Kampagnen hinweg. Katastrophen, Gedenkstätte. Ja, wir haben ja keine Katastrophen.
Ich glaube, ich wechsle dann erstmal wieder zu den normalen Sachen zurück. Die fressen nicht mein Geld weg wie sonst was. So, ich würde aber ganz, ganz, ganz gerne so ein Teil hier hinsetzen, weil die echt viel bringen. Dass meine Bürger zufrieden sind. Ich mache auch gleich Aufnahmepause, keine Sorge. Jetzt brauche ich irgendwas Kleines. Der kleine Spielplatz wäre ganz gut. Kleiner Spielplatz. Der passt immer noch irgendwo zwischen. Und vor allem hier im Wohngebiet ist ein Spielplatz auch eine recht gute Idee, glaube ich. Zack. So, da steigt der Geländewert doch ein bisschen. Park mit Bäumen. Ah, das ist dieses Riesending, ne? Der passt nie irgendwo hin, dabei ist der auch, ist der echt cool, aber nicht effizient halt, ne? So, was ist das? Großer Spielplatz. So. Jetzt seid ihr aber alle zufrieden, oder? Ja. Für die Büroleute bräuchte ich auch noch was. Aber da gab es hier bei den. Großes Einkaufszentrum. Colossal Order, internationales Büro. Das sind ja die Entwickler. Die dürfen direkt mal hier ins Gebiet ziehen. Offizieller Park. Ach, wie offiziell. Sehr praktisch. Der offizielle Park ist ein hübscher kleiner Park, den die Leute gerne besuchen. Anforderung für Bau des Eden-Projekts. Also so viel drecken wir gar nicht rum, dass wir das Eden-Projekt unbedingt brauchen. Aber das hier ist ja unser. Das hier ist unser quasi Industriegebiet. Ich bin auch noch am Überlegen, ob ich das hier unten einfach komplett auch zu Bürogebiet umbaue. Aber da bin ich mir noch nicht ganz sicher. So. Platz mit Bäumen. Der passt hier auch recht gut hin. Baue ich sogar direkt zwei von. Ach, ich muss verrückt sein. Ich baue da direkt drei von. Aber der bringt nicht so viel irgendwie. Und ist nicht so viel wie das Ding. Ich meine, guckt euch das an. Zack. Alles ist grün und glänzt und leuchtet. Baue ich den hier auch nochmal hin. Den botanischen Garten. Wobei botanische Garten echt, Gärten echt cool sind. War schon häufiger mal in einigen. Die gefällt mir echt gut. Da sieht man immer so ganz abstruse Pflanzen. Ich sollte übrigens auch mal dafür sorgen, dass die Feuerwehr ein bisschen was hier sieht. Ich weiß nicht, ob. Also da steht zwar immer bei Waldbränden, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass das auch für normale Brände hilft. So. Weil wir haben zwar keine Katastrophen, aber normale Brände gibt es. Guck mal, und hier werden direkt die Gebäude wesentlich höher, dadurch, dass sie aufgewertet werden. Und überall liegt Schnee. Das ist doch echt schön. Also ich glaube, die Stadt ist. Es ist zwar ein bisschen Kraut und Rüben, aber es sieht gut aus. Und ihr habt alle Lärmprobleme. Das Problem ist, dass ich da nicht wirklich groß was gegen machen kann. Weil ich die Straßen hier ja nicht aufwerten darf, weil da die Schienen drauf sind. Das Einzige, was ich machen kann, ist diese Straßen, also diese Kleinstraßen aufwerten. Die auf denen nicht die Monorail fährt. Also das ist das, was ich halt machen kann, um euch da unten zu helfen, ne? Ich hoffe, ihr wisst es zu schätzen. Ich meine, die hier haben sich mit der Zeit ja auch beruhigt. Hilft auch ein bisschen für den Geländewert. Deswegen kann ich ja direkt mal hier so ein bisschen mehr durchgehen. So. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Hilft das? Na, so ein bisschen, glaube ich. Was ich machen könnte, ist die sechsspurige hier oben auch noch ein bisschen schöner mit den Bäumen. Keine Verbesserung auf diesen Typ möglich. Warum? Ach, weil das. Ach, das ist schon die Baumstraße. Ups. Joa.
haben wir auf jeden Fall diese Folge unseren schönen Winterpark hier gemacht. Da kommt mit der Zeit noch mehr hin. Haben wir ja gerade gesehen, dass es hier auch Winterzeugs gibt, aber da brauchen wir erstmal das Geld für. Beziehungsweise nächste Folge werde ich mich, glaube ich, darum kümmern, die Stadt auch mal ein bisschen zu vergrößern. Vielleicht expandieren wir ja nach hier hinten oder auf die Insel. Oder direkt komplett hierhin, da wo wir richtig was machen können. Platz haben wir. Aber ich glaube, ich gehe erstmal nach rechts. Naja, wir werden sehen. Warum ist hier Verbrechen im Gange? Die Polizei ist doch hier. Soll man da hingehen? Steht wahrscheinlich im Stau. Naja, egal. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.